Wow. Wow. Oh mein Gott. Das Spiel. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich gruselig, dass man sich erschreckt, aber es ist alles so surreal. Das ist schon echt krass. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Sehr schön. Hast du dich geschnitten? Hast du dich geschnitten? Ja. Ich höre jemanden. Da ist jemand. Da lebt noch jemand. Der ist natürlich fertig. Er kann uns vielleicht Aufklärung geben. Geh weg, bitte! Oh Gott, nein, bitte! Ist gut. Ich bin Jody. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Assistenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten! Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Leben rauskommt. Oh! Stirb, du Miststück! Stirb! Wow! Aiden. Au. Ich versuche übrigens in diesen Situationen natürlich immer den Aid auszuwählen, aber es funktioniert nicht. Das Spiel gibt mich die Wege. Ah, verdammt. Oh Gott. Der Kopf schüttelt, das ist schon unheimlich. Der Geist hat auf jeden Fall von ihm Besitz ergriffen. Ich hab das doch nicht gemacht. Ich drück das doch korrekt. Was soll das? Okay. Er hat jetzt Feuer gefangen. Das ist unser Glück. Na komm jetzt, flieh! Warum hilft uns Aiden nicht? Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich denke, wir sind auch gleich am Ziel angekommen. Ja, das dachten sich die drei Soldaten ja vielleicht auch. Komm, du musst wissen, was passiert ist. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das wissen musst. Ja. Los. Denk mal, der Wert wieder Hilfe gebraucht. Aber jetzt! Bleib bei mir, okay? Ah!
Okay. Man will uns den Weg versperren. Au. Das. Ah, Gott! Ah, runter! Was ist das? Eine Röhre. Er ist schon verdammt gut gemacht. Das muss man ernsthaft sagen. Ah! Komm weg davon! Gott. Können wir. Sind wir da? Du kommst durch. Du bist dünn. Das haut schon hin. Okay. Auch das ist nicht wirklich beruhigend. Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir ungesehen durchkommen werden. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass es so sein wird. Noch eine Karte. Verdammt. Na toll. Dürfen wir jetzt die netten Herren durchsuchen, die auch noch eine Karte zu finden. Seiner gewarnt, hätten wir gerne noch eine Jacke mitgenommen. Bin mir nicht ganz sicher, woran wir erkennen sollen, dass das jetzt eine Karte hat. Aber sie wird schon reagieren, denke ich mal, wenn sie der Meinung ist, dass das eine Karte ist. Aiden? Soll ich vielleicht rausfinden? Da können wir nicht durch. Okay. Da haben wir ja gar nicht mal so viel Auswahl. Da muss man. Vielleicht da drüben eine Karte drinnen, weil es da grün leuchtet. Nein, das ist Schwachsinn. Nicht, dass wir hier noch erfrieren. Okay, den können wir irgendwie nicht durchsuchen. Können wir dich durchsuchen? Auch nicht. Und der letzte hat's, oder? Er hat eine Karte. Wir brauchen ja auch gar keine Karte. Außerdem ich mich gerade, wir brauchen eine Karte. Und wieso hat keiner von denen eine Karte oder übersehe ich was? Ich übersehe doch irgendetwas. Aber ich weiß noch nicht ganz was. Habe ich noch eine Person vielleicht übersehen? Den Raum noch nicht genügend beobachtet. Ich habe die Person noch nicht beobachtet, so richtig. Der hat doch eine Karte drin. Treffer. Ja, beim ersten Versuch, ne? Ja, super. Oh nein, und gleich alle? Oder nur ein paar? 1, 2, 3, 4, 5.
Oh Gott! Ein schreckliches Ende hilft uns überhaupt nicht. So, wir schnell. Rad rein! Komm schon! Ein, ich brauch dich gerne! Steh auf, verdammt! Okay, wir nutzen unsere ganzen Kräfte, um sie abzuwehren. Und wir scheinen es noch hinzukriegen. Es sind sehr viele. Oh, es wird schon klappen. Ne? Ja, sie ist offen. Komm durch. Hoffentlich sind wir jetzt nicht eingesperrt. Aber wir können kurz durchschnaufen. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Es geht immer weiter rein. Das hätte ich nicht erwartet, dass wir so weit in dieses Konstrukt müssen. Okay, aber wir scheinen definitiv am Zielort zu sein. Denn das sieht so aus. Diese Maschine muss per Computer geöffnet werden. Das ist schon beeindruckend. Oh Gott, es sind so viele. Oh nein. Scheiße. Das Mistding geht nicht. Reicht die erst einmal? Oh nein! Okay. Versuchen wir unser Glück. Sind ja gar keine bösen Existenzen da draußen. Ich sprinte ganz schnell zur Konsole. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Ja, ich tue mein Bestes. Gott. Los geht's. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt selbst wechseln muss oder wie die das jetzt sich vorstellen. Ah, Gott. Geh weg von hier! Oh mein Gott. Weg, habe ich gesagt. Weg! Los, weiter. Bleib doch hier nicht stehen! Wieso bleibst du stehen? Oh ja, ich sehe schon Aiden, muss wahrscheinlich die Leiter noch springen. Oh Gott. Au! Ah! Los, steh auf! Nein! Weg mit dir! Lass sie los! Lass sie los! Sind
so viele. Es sind so viele. Weg von hier. Kannst du weiter? Ja, du kannst weiter. Los. Ist nicht mehr weit. Komm, du schaffst es. Die Leiter. Aiden, los. Ja, okay. Aiden holt sich die Leiter. Los. Jetzt beeil dich auch. Wir können froh sein, dass Aiden, wie es aussieht, sehr, sehr stark ist. Das könnte glatt ein Final Fantasy oder sowas sein. Das sind schon sehr imposante Bilder. Hier muss ich jetzt echt nochmal Neidlos angeben. Warte mal, wo ist das überhaupt? Ist doch da oben. Komm hier nicht drauf? Nein. Wie komme ich hier rauf? Muss ich darüber? Oh, das sind das krasse Bilder. Okay, wir müssen hier rüber klettern. Vor unserem Glück. Jawohl. Los, geh weg von hier. Noch jemand? Noch jemand natürlich. Einer wäre nicht genug gewesen. Oh, oh, nein! Nein! Sieh los! Komm jetzt weiter. Ah, es ist unglaublich. Wie gesagt, die Mechanolen, sie ist wahrscheinlich um die 15. Und? Ach du Scheiße. Wow. Ich bin auch gerade echt gerade. Nein! Und man sieht auch, dass diese Gestalten auch einen direkt angreifen. Kaputt! Lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Es ist halt auch sehr schwierig, gerade hier den Überblick zu behalten. Okay, jetzt geht rüber. Hallo? Okay, erst einmal rauf und dann rüber. Lauf! Lauf! Gott, ich hör's schon wieder. Sie greift wieder an. Spring! Oh, leck, das war knapp. Ah! Okay. Und den Hebel runter. So passiert nichts. Halt dich fest! Halt dich fest! Wow. Einfach nur wow. Ich bin baff. Das muss ein Spiel erstmal bei mir schaffen. Bist du da? Aiden! Wow.
Und auch das ist sehr wichtig, weil jetzt sehen wir, sie hatte Angst davor, dass er weg ist. Obwohl sie immer gesagt hat, sie möchte, dass er fort ist. Ist das wohl doch nicht so. Jody. Ich hätte dich da niemals einschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Obdachlos. Ja. Ich finde es auch interessant, weil wir sehen ja hier, dass sich das am Ende. Am Ende zeigt, wie es sich gehört. Ich weiß nicht.